Vielleicht muss ich das, wenn der von, er kommt von da hochgelaufen. Ich bin jetzt da, wo der Köter dann so rumlief. Das heißt, ich muss erst den Köter ausschalten. Und dann muss ich zurück auf die andere Seite laufen. Und von da aus dann den Wemsig geben, ey. Aber bei zwei Leuten wird das echt schräg. Und er hat da so eine Billigknarre. Er könnte ihm normalerweise so eine abgeben, aber. So, komm her, auf geht's. Hab ich aber den Pack um, noch! Boah! Na los! Na los! Leute, 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 hier geht's aber ab, Alter. Wupp, wupp, okay, immer nachladen. Nachladen! Die sind ja fast leer! Warte, ich hab doch. Limit erreicht. Ach, du bist. Wupp, 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 Limit erreicht. Sauerei. Er kann auch mal was machen. War das? Wollte irgendwas sagen, aber ich glaube, es ist ihm entfallen. Boah. Hundefutter. Oh. Rüstung. Ich brauche mehr Rüstung, habe ich das Gefühl. Wir sehen nämlich ziemlich alt aus. Nee, ich brauche kein E. Nice. Voll übersehen. Nehmen wir die jetzt mal. Mal gucken, was da noch kommt. Die haben bestimmt noch ein paar Überraschungen. Du hast Johann getötet. Ja. Wow! Alter! Kannst du vergessen, Alter? Ah! Schießen Sie! Bist du behämmert? Ich besorge uns einen Wagen! Ja, schieß du mal schön alleine, aber ich sehe doch nicht aus, als wäre ich lebensmüde, ey! Also weiß ich gar nicht, wo der jetzt hingelaufen ist. Okay, da war nochmal. Ach so. Der Typ ist echt nervig. Ja. So. Den habe ich ganz vergessen. So. Warte mal, ich habe hier oben Medipack gehabt gerade. Ich weiß das. Hier oben war eins. Das muss ich mir erst holen. Zwei. Alles klar. 60 zu 9. 60 zu 6. Alles klar.
Es ist cool, nochmal hier zurückzugehen. Da können wir vielleicht noch was ein oder andere einsammeln. Ja, ja, sah geil. Okay, cool. Hallo. Ach, der. Oh, doch. Gerne doch. Ah, jetzt soll ich auch noch fahren oder was? Steig ein. Steig E. Drücke zur Beschleunigung W zum Bremsen S sowie A und D zum Lenken. Geht nicht mehr, will nicht mehr. Achso, ich hatte Bremse. Also die Taste für, wo man schneller rennt. Gewiss, loyal, hartnäckig. Ist die Taste. Achso! Schneiden Sie es auf, Captain! Ja. Ist, wo man schneller rennt, ist nicht fürs Auto zum. Gib endlich Ruhe! Sackgasse, Captain. Was jetzt? Jo, alles klar. Och, die ist aber hübsch. Mann! Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt? Lecker Schnäckchen. Ja, genau. Besser auffallen kannst du jetzt aber auch nicht. Köpfe runter! Köpfe runter! Warum macht mir die Köpfe nicht runter? Jetzt wird's. Oh, Mann! Na los, starte endlich die verdammte Karre, Mann! Zufall, dass da so eine Karre rumsteht, aber überall sind diese Schießteile. Na, da sind sie schon! Komische alte Polizeiautos, ey. Kenn ich sogar nicht. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Es ist nicht ratsam, das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen. Bis heute hat es keiner versucht. Aber kein Flieger am Himmel. Niemand folgt uns. Vielleicht können wir ja heute Geschichte schreiben. Unser Plan okay. Hat zwei Teile. Wenn alles glatt läuft, sollten wir in einem toten Winkel landen. Seid ihr alle bereit? Los! Jetzt! Laufen Sie! Oh, das ist keiner mehr am Steuer, aber ich kann was halten drauf. Das Gute am Regime ist, dass dort nur Idioten am Werk sind. Solange wir in der Gischt bleiben, sieht uns keiner. Und jetzt oh. Zu Teil 2, dem Sprung. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen Sie hinter mir her. Sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen. Hier wimmelt es von Wachen. Wenn Sie auftauchen, sind wir tot. Okay. Also, nicht zögern. Springen Sie! Ich springe! Jump, all over, jump! Komm, Süße! Ab mit dir! Oh, ganz knapp! Jetzt mal. Ach, das muss ich jetzt machen, okay. Ich bin der Stärker von uns. Fühl mich mal geschmeichelt.
bist aber hinne machen. Weil, ja, genau. Du darfst dann als Erste schwimmen. Ja, komm. Und sie jetzt, genau. Dann machen wir jetzt mal wieder zu. Ach so, du meinst jetzt das Zugewehr, ja? Da geht's nicht lang. Okay. Da. Hier ist aber eine Strömung, ey. So, jetzt haben wir's. Es tut mir so leid. Als ich hier war, gab es vor dieser Öffnung noch kein Gitter. Ich war 3 Monate gefangen. Wie blöd kann man sein? Könnte ich glauben, dass alles so bleibt? Großartig, wie sie was hier so. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Okay. Kann man nichts mit anfangen? Okay, wir gehen mal hoch. Rauf. Immer schön die Treppe rauf. Wiesennau Außenbereich. Zeichnungen. Aha. Wiesennau Außenbereich. Die Monumente der Wahrheit wurden von Staatsoberhaupt persönlich in Auftrag gegeben, um dem Mut der Menschen, die diese bedeutende Nation zum Triumph geführt haben, ein Zeichen zu setzen. Jeden Herbst findet eine Parade statt, die über die Brücke zwischen den zwei Statuen des Monuments führt. Von dort zieht sie dann bis zum Eingang des Volkssaals weiter. So. Er stöhnt aber auch, als kann er nicht mal richtig tauchen. Dem fehlt ja der halbe Kopf. Wow, das ist Klaus. Er gehört zu uns. Er war mal beim Regime, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Berlin. Wir sind jetzt in Berlin. Hören die uns nicht? Sprechen Sie einfach leise, ne? Scheiße. B.J. Blazkowicz. Es war ja klar, nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann, 3 Wirbel pulverisiert. Auch Scheiße. Pferdetrauma, 10 cm langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt, septischer Schock, zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma, 14 Jahre in der Klapsmühle. Willkommen! Schön, zu sehen, William. Ach, schön. Tja, und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow, bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in dem Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Oh. Ich höre interessante Dinge aus London. Die hat aber einen ziemlich weiten Ausschnitt, du. Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Flüsterton. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anja. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und sowas. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor, bitte, helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat.